Die wunderbaren, zauberhaften Salzburger Festspiele sind eröffnet. Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat die Salzburger Festspiele 2022 offiziell eröffnet. Festredner war dieses Mal der Autor Ilija Trojanow, der dafür den Titel »Der Ton des Kriegs, die Tonarten des Friedens« wählte. Unabhängig davon, wie gerechtfertigt die Selbstverteidigung sein mag, egal wie die Aggressoren vordringen, der Krieg ist perverse, redundante Monotonie. Desertieren wir also aus der Eintönigkeit des Krieges in die Vieltönigkeit der Kunst. Landeshauptmann Wilfried Haslauer betonte in seiner Ansprache ganz klar, dass es bei den Salzburger Festspielen keinen Platz für kriegrechtfertigende Künstler gibt. Wenn aber darüber hinaus auch noch die Kunst in ihrer Gesamtheit zum Schlachtfeld wird, indem ihre Werke und auch die Künstler und Künstlerinnen stigmatisiert, ja zensuriert werden, nur weil sie aus einem bestimmten Land oder einem bestimmten Kulturkreis kommen, dann hieße das, uns den Kanon unserer europäischen kulturellen Identität zu nehmen. Das dürfen wir nicht hinnehmen. Für Christina Hammer war es die erste Eröffnung in ihrer Funktion als Festspielpräsidentin. In ihrer Ansprache ging sie auf die Kunst als Hoffnungsträger in besonders schwierigen Zeiten ein. Wir dürfen nicht nur der Kunst weiter ihren Platz einräumen. Wir sollten und müssen ihr gerade angesichts dieser Weltlage besonders viel Raum zur Entfaltung und Freiheit geben. Kunst ist der Grund, warum wir hoffen dürfen, dass all die Verwerfungen dieser Tage am Ende nicht mehr als ein weiteres unrühmliches Kapitel unserer Zivilisation bleiben werden.